ich soll nicht darüber reden, was wir da tun oder was das ist, was wir tun, sondern ich soll darüber reden, was den Erfolg ausmacht. Ich kann also voraussetzen, dass Sie alle wissen, was ein Tauschsystem ist, was ein Zweitgeld ist oder eine regionale Währung. Genau darum geht es. Und ich kann nicht sagen, ob wir erfolgreich sind, denn Erfolg ist in diesem Kontext eine Zuschreibung von außen. Ich kann nur sagen, ich berichte gerne darüber, was wir hier gemeinsam tun und woran wir glauben. Und dann tun wir nämlich immer mehr von dem. Und das ist im Grunde, glaube ich, schon ein wesentliches Merkmal dessen, was man mit Erfolg so gemeinhin beschreibt, ausmacht. Der Anlass war eine Veranstaltung von Kirche sind wir alle, also einer Basisbewegung der Kirche, eine Veranstaltung zum Thema Wirtschaft, Geld und Ethik. Damals ein ehemals hochrangigster Banker aus Österreich, der Milliarden in Schillingen damals noch veranlagt hat, für die ganz reichen Österreicher, der sich aus dem Bankwesen verabschiedet hat und in Tirol ein Tauschsystem gründete, der war dort Referent und dann haben wir gesagt, okay, man sollte doch, man könnte, und wir waren am Anfang eine typische Idealistengründung. Uns ist wichtig, dass wir eine Vielfalt im Team haben. Wenn es uns gelingt, im Organisationsteam so bunt zu sein und so vielfältig wie unsere Mitglieder, dann ist es auch wahrscheinlich, dass wir deren Interessen umsetzen. Wir haben sehr klare Strukturen und Kompetenzen, das heißt, es ist klar geregelt, wer ist wofür zuständig und wer hat wo welche Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Wichtige Entscheidungen werden breit getragen. Es gibt also keine einzelne Entscheidung irgendeiner Einzelperson über die wirklich wichtigen strategischen Entwicklungen. Es gibt vielfältiges, aktives Gestalten. Also wir haben den Ansatz, dass wir wirklich aktiv gestalten und nicht nur uns tragen lassen von irgendwelchen Wellen, die da entstehen. Und wir wachsen entlang der eigenen Bedürfnisse. Also es geht nicht darum, irgendetwas, das ideologisch schön ist, zu erfüllen, sondern konkrete Bedürfnisse umzusetzen. Wichtig ist uns auch, dass die Theorie aus der Praxis entsteht und nicht umgekehrt, dass der Nutzen für die Mitglieder stimmt und nicht die Ideologie hochgehalten wird. Es geht um eine Professionalisierung, Schritt für Schritt, etwas, das viele Initiativen nicht schaffen. Und das andere ist, wie es ein 80-jähriger Unternehmer mal gesagt hat und ihn gefragt hat, wie hat das geschafft, so viele Unternehmen zu gründen, hat er gesagt, ja, 10% Glück, 10% Können, der Rest ist verdammt viel Arbeit. Und eines der Beispiele zum Thema Professionalisierung hier, wir haben im Rahmen eines EU-geförderten Projektes rund um den Bodensee mit Initiativen gemeinsam ein System entwickelt, wo wir in einer Selbstbeschreibung Qualität beschreiben können. Auf den Ebenen von, wie steht es denn mit Visionen und übergeordneten Zielen, mit Politik, Strategie, die verfolgt wird, mit den Strukturen, den Abläufen, Prozessen, Transparenz, Maßnahmen zur Stabilität des Währungssystems, Bezug zur eigenen Landeswährung, Mitgliederwesen, Mitgestaltung der Mitglieder, Finanzverwaltung, Finanzierung, Ziele, Kennzahlen, Marketing, Vernetzung in der eigenen Region, Vernetzung mit anderen Regionen und anderen Systemen, rechtliche Grundlagen etc. Und man sieht, die roten Balken sind die, wo wir vor einem Jahr gesagt haben, da sind wir wirklich schlecht aufgestellt. Also wir haben sehr viele Jahre nach innen gearbeitet, ein stabiles Fundament gebaut und sind jetzt am Sprung zu sagen, die nächsten Jahre wird der Schwerpunkt sein, entsprechend in die Öffentlichkeit zu gehen und bis in die Breite zu bringen. Wir erreichen in Vorarlberg etwa 1.800 bis 2.000 Personen, darunter 100 Firmen und Vereine, die aktiv in diese Systeme eingebunden sind. Und ganz kurz noch zum Schluss, die eine Seite ist quasi Zeitgeld, also Geld, das tatsächlich neu entsteht, zusätzlich geschöpftes Geld, ähnlich wie die Wirbank in der Schweiz oder Talentsysteme oder Zeitbanken hier. Und auf der anderen Seite eurogedeckte Systeme. Die Gemeinde Langeneck im Regenzer Wald mit 1.100 Einwohnern hat vor 2 Jahren mit diesem System und dank dieses Systems den Europäischen Dorferneuerungspreis erhalten, weil wir nachweisen können, dass der neu gebaute Dorfladen der Nahversorger nicht ohne dieses System existieren könnte. Wir gehen von einem Ökonomiemodell aus, das neu ist. Wir kennen einerseits die Ökonomie, Geldökonomie, wie wir sie kennen. Da wäre quasi auch die alternative Bank anzusiedeln, die bemüht ist, dort
schon andere Schritte zu setzen. Wir würden uns wirklich sehr wünschen, wenn wir so eine Bank auch in Vorarlberg hätten. Wir kennen ökonomisch betrachtet den großen Bereich all dessen, was geschenkt wird, sei es in der Familie, in der Gesellschaft, in Vereinen, wo niemand nach Verrechnung fragt. Und was wir hier tun, ist, wir etablieren quasi eine dritte Ebene, die sich zum einen nimmt, von oben und von unten quasi, nämlich von oben die Grundlage der Geldschöpfung, dass Geld etwas Gemeinschaftliches ist, mit einer Gemeinschaftsaufgabe, wo verrechnet wird, aber mit sehr vielen Ansätzen und Grundhaltung an, die aus der Schenkökonomie kommen. In diesem Sinne, schönen Nachmittag.